Hallo liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen aus Österreich, wo wir Marcel Schrötter begrüßen dürfen, der zum Österreich Grand Prix hier ist, der auch sein 150. Rennen an diesem Wochenende schon feiert. Ja, fühlst du dich jetzt schon alt, Marcel? Ich fühle mich schon länger alt, ja. Nee, mit 25, nein, natürlich ist man noch in sehr jungen Alter, aber natürlich in dem Sport. Wenn man überlegt, wie viele jetzt schon im MotoGP fahren in einem ähnlichen Alter, dann denkt man, vielleicht hat man doch nicht mehr so viel Zeit. Aber es spielt eigentlich keine Rolle. Es ist alles, liegt an der Leistung. Wenn ich die bringe, dann kommt auch die Zeit, wo man aufsteigen kann. Die Leistung sieht bei dir heuer sehr gut aus. Du hast es jetzt schon geschafft, dass du deine Rekordpunkteanzahl, die du in der Meisterschaft je errungen hast, schon jetzt geknackt hast nach 10 Rennen. Wie erklärst du dir diese Leistungsexplosion? Weil es gab ja wirklich schon viele Rennen, wo du vorne in der Spitzengruppe dabei warst. Ich hatte eigentlich schon immer so das Gefühl, dass ich eigentlich viel mehr kann, wie ich irgendwie zeigen konnte oder gezeigt habe. Und aus irgendwelchen Gründen hat es einfach nie funktioniert. Und ich hatte auch eigentlich durch meine Karriere oft Teams oder sagen wir Material, wo es einfach schwer war. Ich hatte zwei Jahre bei Tech 3 in der Moto 2 verbracht. Ich bin WM 10. geworden damals mit einem Motorrad, was ja, zwei, drei Jahre hinterher war mit der Entwicklung oder mit dem gleichen Motorrad wie die zwei Fahrer im Jahr zuvor 8 Punkte zusammengeholt haben. Und ich damals bis jetzt meine beste Gesamtpunktzahl mit irgendwie 80, 85 Punkten irgendwie. Also hatte eigentlich schon da keine schlechte Saison. Aber dann war halt immer irgendwas, wo es ja drauf nicht funktioniert hat und wir uns wieder schwer getan haben. Und dann wieder ein Teamwechsel und dann Ärger im Team. Und also es war immer irgendwie Chaos. Und ich bin eigentlich auch sehr frühzeitig in die Moto 2 gekommen. Eigentlich auch nur aus dem Grund, weil ich in der Moto 3 damals mit Mahindra, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, sagen wir so, um es gut auszudrücken. Und haben uns dann in der Mitte von der Saison getrennt, weil ich sah einfach keinen Weg, dort weiterzumachen. Und hatte dann keine Möglichkeit oder hatte die Möglichkeit bekommen, in die Moto 2 aufzusteigen während der Saison und habe dann quasi ohne Fahren, ohne Test, bin dann direkt in die Rennen eingestiegen und ohne aber wirklich in den kleinen Klassen viel zu lernen. Also ich hatte eigentlich alles in der Moto 2 aufgeholt, sage ich mal. Und deswegen hat sich vielleicht auch alles so gezogen, weil ich einfach nicht in die Moto 2 gekommen bin wie ein Joan Mir, wie ein Vinales, die einfach schon Rennen gewonnen haben, vorne mitgefahren sind und dann dort weitermachen. Vielleicht ist es einer der Gründe, aber ja, kurz, lange Story, aber wie gesagt, ich habe die letzten Jahre schon immer ein gutes Gefühl gehabt, eigentlich, dass eigentlich mehr geht und man war nah dran. Letztes Jahr war es sicher mit der Suter, haben uns schwer getan, es lag viel am Material, was ein sehr gutes Bike ist, aber es hatte nicht dieses Paket, Gesamtpaket und das Team hat immer schon eine gute Arbeit gemacht seit letztem Jahr, ich fühle mich sehr wohl und das ist dieses Jahr das Resultat, dass ich einfach weiß, was ich habe, dass es funktioniert und mich auch in Ruhe auf mich konzentrieren kann. Machst du selbst irgendwas anders in dieser Saison als in den Jahren zuvor? Eigentlich nicht. Also ich mache sehr ähnliches Training, versuche mich mit Leuten wie Jack oder Jonas in der Vergangenheit oder sonst wo einfach mit Leuten zu umgeben, wo ich meinen Sport ausüben kann als Training, wo wir zusammen trainieren wie Motocross, Mountainbiken. Und da einen riesen Spaß dabei haben. Also nicht nur wirklich alleine dann den Berg hochfahren, wieder heim und dann den Rest vom Tag irgendwie was Normales machen oder so, sondern einfach wirklich auch sehr viel Spaß zu haben mit dem Ganzen. Dann versuche ich ein bisschen Mentaltraining ein bisschen nebenbei zu machen. Nichts Besonderes oder sehr, habe ich da noch nicht so sehr reingesteigert, aber ich habe da jemanden, der mich unterstützt und bin da sehr dankbar drüber und versuche das ein bisschen mit einzubauen und um einfach die richtigen Gedanken, die Gedankenwege zu haben und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich auch relativ konstant jetzt mittlerweile jedes Wochenende gut dabei bin und jetzt müssen wir noch die Magic Gedanken fürs Rennen finden. Wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Was glaubst du, was fehlt noch, dass es jetzt fürs Podest endlich mal reicht? Ist schwer zu sagen. Ich bin selber auf der Suche. Ich versuche mich manchmal leicht anders vorzubereiten, mich mental anders vorzubereiten. Aber es mag einfach noch nicht so klappen. Also ein, zwei Mal gut waren wirklich zwei Fahrfehler von mir, wie in Barcelona, als ich geradeaus gefahren bin und bin Vierter geworden mit nur 1,5 Rückstand hinterm Zweiten. Also das wäre ganz klar ein Podium gewesen.
wenn ich einfach nur konstant gefahren wäre. Dann Ast hat man Probleme mit dem Hinterreifen. Und dann Sachsenring war einfach ein schweres Wochenende für mich. Das war dann, sage ich, eher Schadensbegrenzung noch. Und was am Sonntag im Rennen passiert ist, weiß ich auch nicht. So ein starkes Wochenende und dann im Rennen habe ich mich einfach nicht gut gefühlt und als wenn ich überhaupt nicht angreifen konnte und bin deswegen eigentlich nur mitgefahren und konnte Gott sei Dank wenigstens noch den 7. Platz am Schluss einfahren und nicht 9., wo ich lang war. Ich weiß nicht, wir werden weitermachen und eben den Weg finden. Vielleicht ist es auch nur ein Detail am Setup, dass es uns einfach über die Distanz schwer tut, am Stück zu fahren oder vielleicht ist es wirklich an mir und ich werde dann weiterarbeiten und ja, vielleicht den Schritt endlich diesen Sonntag zu schaffen. Wir stehen circa bei Saisonhalbzeit. Was hast du für die zweite Saisonhälfte für Ziele gesteckt? Ja, oben hinzukommen, oben da auf Sepp hinzukommen. Aber wirklich einfach jedes Wochenende damit dabei zu sein, weil ich fahre zwar momentan nicht um die Meisterschaft, ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt, ich habe selbst nach Bunn jetzt mal nochmal auf die Meisterschaft geschaut, selbst auf Platz 3 zu Marquez sind es nur knapp über 25 Punkte oder so. Also das ist eigentlich alles drin, zwei gute Rennen und ich meine, es wäre wirklich viel drin noch, auch in der Meisterschaft. Aber wie gesagt, es ist nicht die Priorität. Wichtig ist, dass wir ja, Wochenende für Wochenende vorne mit dabei sind und eben den Schritt endlich schaffen. Moto2 wird sich nächstes Jahr stark verändern durch die neuen Triumph-Motoren. Dein Kumpel Jonas Folger durfte ja schon eine Kalex mit dem Triumph testen. Habt ihr euch über die Moto2 schon ausgetauscht, wie sie nächstes Jahr aussehen wird? Was erwartest du von der Moto2 2019? Also ich weiß natürlich nicht alle Details, wie es jetzt auch noch weitergeht oder wie es dann wirklich nächstes Jahr aussieht vom Motorrad selbst. Wir werden natürlich bei Kalex bleiben. Aber ja, die ersten Gespräche oder auch mit Jonas, er ist sehr begeistert, auch vom Motor und ich denke, es wird interessant werden, weil es wird eine andere Art und Weise zum Fahren werden. Und da hat mir eben Jonas vielleicht schon den ersten oder einen anderen Tipp gegeben. Aber mal schauen, es wird eine Umstellung für viele werden, denke ich, die auch länger schon in der Moto2 sind. Aber ja, ich freue mich, weil ja, die Moto2-Motoren einfach sehr ja, Standard sind, sagen wir so, wortwörtlich. Und ja, ein bisschen, wir haben dann einen Plipper quasi zum Motorschalten, also keine Kupplung mehr zu benutzen. Und so ist einfach ja, up to date, sage ich mal. Das ist, was MotoGP hat. Deswegen ja, einfach ein bisschen der jetzigen Zeit entsprechend. Und ich freue mich, muss ich sagen, ein bisschen mehr Leistung, das kann auch nicht schaden. Bin letzte Woche mit dem Jonas auf einer 1000er unterwegs gewesen, zwei Tage, und als ich nach Brünn dann FP1 aus der Box gefahren bin, dann dachte ich, irgendwas funktioniert nicht richtig, weil es war extrem langsam. Nee, aber ja, ich freue mich drauf und dann schauen wir mal. Weißt du schon, wann du 2019er zum ersten Mal testen wirst? Geplant ist eigentlich erst nach der Saison im November. Es kann sein, dass ich vielleicht vorher mal fahren darf, aber der Plan ist erst im November nach der Saison und mehr weiß ich momentan noch nicht. Jonas, viel Glück und danke. Ah, Jonas, sag ich Marcel. Viel Glück und danke. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.